Wir machen gerade mal einen neuen Charakter. Ich wurde gerade wieder getötet. Und da ich letztes Mal Einsteigertipps gemacht habe, möchte ich vielleicht mal ein bisschen die Umsetzung zeigen. Ich hoffe, ich bin jetzt in der Nähe von einem, ja, in der Nähe von einer halbwegs großen Ortschaft. Sonst wird es langweilig. So. Ja, wir sind gerade neu gespawnt. Ich wurde wieder getötet. Hab nichts mehr, wie ihr seht. Komplett neuer Charakter. Bin zum Glück in Tscherno gespawnt und werden mal sehen, ob ich jetzt direkt geschossen werde oder ob ich es halbwegs packe, mir wissen was zusammen zu looten. So, da ich eh nichts zu verlieren habe, renne ich einfach mal drauf los. Wenn ich erschossen werde, habe ich nichts verloren, dadurch neu und fertig ist. So, deswegen seht ihr mich jetzt gerade durch die Gegend sprinten. Ups. Ich werde versuchen, irgendwie eines der Häuser da in Tscherno zu looten. Keine Ahnung, ob ich einen Rucksack finde oder sowas. Brauche ich schon extrem viel Glück. Mich wundert, dass hier gerade keine Zombies sind. Boah. Hier sind ein paar Leute drauf, die ein bisschen weitergekommen sind. 400 Zombie-Kills. Also, ich weiß nicht, ob die drauf sind, aber die waren zumindest vor kurzem hier drauf. Weil das wird auch gespeichert, wenn man rausgeht. Erst wenn die Server resettet werden, werden die Punkteliste sozusagen wieder resettet. Ich denke, ich werde erstmal dahin gehen zu dieser Baustelle, damit ich wenigstens eine Axt oder irgend sowas habe, womit ich mich wenigstens ein bisschen wehren kann, bevor ich in die Stadt reinsprinte. Aber wie ihr seht, es ist gerade Nacht. Ich habe mein Gamma ein bisschen hochgedreht und meine Helligkeit. Es ist gerade Sonnenuntergang. Tageszeit eben. Irgendwie kurz nach 10. Müsste zumindest ziemlich genau hinkommen. Deswegen kommt auch der Sonnenuntergang ziemlich genau hin. Die Nacht wird relativ dunkel, weil ich sehe einen Wolken momentan am Himmel. Oh, dahin sind Sterne, vielleicht klärt es ja noch auf. Klare Nächte sind generell ein bisschen heller, teilweise mit Mond, dann sind sie richtig hell, siehst du so gut wie am Tag. Ja, habe ich direkt meinen Reifen gefunden. Brauche ich nicht, ich suche kein Auto. So. Oh, aber hört sich schon nach Zombies an. So, von der Seite, noch ein Reifen. Ach, ich brauche keinen Reifen, ich brauche kein Autoglas. Ich will nichts reparieren. Momentan. Ja, ich habe schon ziemlich viel inzwischen erlebt in Days. Gerade eben wieder niedergeschossen, nachdem ich glaube gesniped wurde und so. Hab schon Autos repariert, hab's jetzt zu Schrott gefahren. Hab's auch gehabt, dass ich durch einen Desync einfach mal ein Motocross und ein Auto gleichzeitig geschrottet habe. Also ATV und Motocross. So, hier unten scheint nichts mehr zu sein. Hier war ich nämlich gerade schon. Deswegen, es ist halt noch eine Alpha. Ich hoffe, es wird irgendwann mal für Arma 2 als Release geben, wobei momentan die Diskussion ist im Forum, ob es ein Standalone wird, also sozusagen ein extra Spiel außerhalb von Arma 2. Hier ist überall nichts, nichts, was man gebrauchen kann. Ja, er ist halt gerade dran, er überlegt sich halt, was werden soll. Wenn er es als Standalone macht, hat er eigentlich gesagt, soll es nicht mehr als, ja, noch mehr Autoteile, soll es nicht mehr als 15 Euro kosten. So war sein Post von, oder die Post im Forum. Ich weiß nicht, ob sie direkt von ihm sind. Also ich habe da zumindest mehrere Posts zugesehen. Und ich höre schon wieder Schüsse, wenn ich mich recht erinnere. Oder wenn ich es recht gehört habe. Hier ist überall auch nur Autozeugs. Nicht meine Axt, nicht meine verdammte kleine Axt. Oh, und hier oben ist auch nichts mehr. Ja, dann laufen wir jetzt woanders hin. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe gerade konstant ziemlich genau 20 Frames. Hier drin ein bisschen mehr, weil ich nicht so viel rendern muss. Das Spiel ist relativ hardwarehungrig. Und ich laufe jetzt einfach durch, weil ich habe keine Lust, mich durchzuschleichen. Das würde ich den meisten nicht empfehlen, weil bei der Aktion habe ich jetzt immer Blut verloren. Weil es in der Stadt nicht so viele Möglichkeiten gibt, die Zombies abzulenken, abzuschütteln, was auch immer. Aber ich habe keinen Bock, das Video hier ewig lang zu ziehen oder irgendwas zu schneiden oder wie bei dem anderen Video dann zusammenzukürzen, zusammenzudrücken. Ja. Falls ihr euch wundert, warum es zum Beispiel keine Waffe gibt, es gibt ja Leute, die nur die Videos verfolgen, weil sie irgendwie das Spiel nicht kaufen können oder so. Wir haben momentan keine Waffe. Das wird auch nicht wieder eingeführt. Es ist ein Forum irgendwie Diskussion, man soll mit einer Waffe starten und es sind immer, ja, gefühlte 99% dagegen, abgesehen vom Chat-Ersteller, 99% dagegen. Weil es einfach nur Quatsch ist. Also es macht das Spiel viel zu einfach. Oh, da drüben ist zum Beispiel so eine Bar, so eine Eckbar. Da kann man immer ganz gute Sachen finden.
deswegen renne ich direkt mal rüber. Ich vermute oder ich hoffe, dass ich da auch gleich direkt eine Waffe finde in irgendeiner Form. Am besten noch mit wenigstens einem Magazin drin. So. Hier. So, hier geht's eigentlich. Hier liegt schon mal nix. Super. Hier liegt was. Was liegt denn da? Makarov und Heatpack. Einfach mal alles mitnehmen, weil weiß ich nie, was man noch findet. Oh, das war die Treppe. Hier liegt nix. Okay. Dann geht's hoch. Boah, es ist ja gerade dunkel. Schrecklich. Also ich sehe genauso wenig wie ihr vermutlich. Oh, ja, da haben wir einen Server Disconnect und einen sehr lustigen Kopf. Guck mir den Kopf in der Mitte an. Bin gleich wieder da auf einem anderen Server, den ich hoffentlich finde. So, da sind wir wieder. Der Server gerade eben ist abgeschmiert. Hatte mich schon gewundert, dass da so wenig Zombies sind. Hier habe ich gerade einen Tageslicht-Server erwischt. Oh, und einen umgeschossenen Überlebenden. Wenn ich Pech habe, bin ich jetzt auch gleich umgeschossen. Mal schauen, was der so hat. Ein Darschen, nett. Essen. Smoke Grenade. Der hat schon einiges. Da hatte ich wohl Glück. Einfach gerade, dass der hier mir so vor die Füße gelaufen ist. Open Petrol Pack, wenn er was anderes drin hat. Nee. Okay. Da bin ich immer schnell weg. Vielleicht wurde er auch von Zombies getötet. Kann ja sein. Das wäre für mich natürlich sehr günstig. Ui. Hier hat jemand eine Zombie-Party gefeiert oder was? Eigentlich sollte man das nicht zu früh tun. Oh, also wenn hier fehlen, wenn nur noch drei Schuss oder sowas hat. Remove vom Toolbelt. Schön. Ich nehme meine Axt raus. So, ich muss jetzt mal im Nahkampf niederknüppeln. Es geht nicht anders. Wie ihr so mitbekommen habt. Au! Greifst du mich jetzt durch die Treppe an oder was, ey? Ey, man kann die sogar angreifen, bevor die einen angreifen. Cool. Ja, niederknüppelt schon. 4 Zombie-Kills. Oh, und ein Rucksack. Den nehme ich mal direkt mit. Take Chash Backpack. Schön, jetzt habe ich schon mal einen größeren Rucksack. Hab zwar überhaupt nichts drin, aber was soll's. Hier liegt nichts. Und dieses Gesumme, das ihr gerade hört, das sind Fliegen. Das ist normal, das ist immer so, wenn hier Tote liegen. Aber hier ist mir ein bisschen unklar, woran die gestorben sind. Nichts drin, okay. Und sonst? Nochmal Bandagen, ohne mal Essen. Die Enfield-Munition. Hallo? Oh, leckt wieder das Server rum, ey. Trinken. Ja, wie ihr es gerade seht. Toll. Kann ich das nicht nehmen. Warum auch immer. Crowbar. Ein 1911 Magazin. What? Okay. Die anderen beiden auch noch mitnehmen. Also irgendwie ist es gerade desynchronisiert, wie ihr es mitkriegt. Hier ist eine Uhr. Uhr nehme ich mit. Painkillers nehme ich mit. Ja. Chash Backpack ist noch nichts drin. Hatte ich gerade schon. So, bei ihr ist auch noch nichts drin. Warum die alle Frauen spielen? Also, Frauen spielen ist eine doofe Idee, weil man da keine Camo benutzen kann, weil man momentan noch verbuggt ist. Zumindest war es bis zuletzt so. So, machen wir das da rein und das da rein. Ja, das brauche ich nicht. Verstecken wir mal die Körper, damit irgendwann dieses scheiß Gesumme aufhört. Das hört zwar nicht sofort auf, aber bald. So, soll ich zumindest mehr Munition für meine M1911? M1911 ist übrigens die coolste Pistole, die ich so kenne. Also, ich würde die immer wieder nehmen. Hier ist noch eine Crowbar, okay.
Ich finde die einfach am besten von allen Pistolen, weil die mit einem Schuss tötet und immer noch als Pistole relativ leise ist. Sprich, sie macht auch relativ viel Schaden. Dort das rote Gebäude nehme ich noch mit. Vielleicht finde ich da eine Hauptwaffe. Oh oh. Taxo ist natürlich ein Problem. Zombie-Aggro. Der hat mich gerade ignoriert oder ist das ein Leck? Hoffen wir, dass es kein Leck ist. Weil er mich wirklich ignoriert hat. What the fuck? Der hat mich nicht ignoriert. Ohne Scheiß, der hat mich gerade geaggroht. Und ich habe gesehen, von wo er angerannt kam. Das ist einfach nur lächerlich. Wenigstens ist die Axt übermächtig. Hier habe ich auch nichts Sinnvolles gefunden. Also die Crowbar ist auf jeden Fall schlechter, weil die braucht 3 Schläge, um jemanden zu töten, also einen Zombie zu töten. Und mit der Axt hätte ja einen Schlag, bam, tot. Da hat jemand das angezündet, diese scheiß Tonne. Kann ich mal gucken, hier ist es kurz nach 7. Früh. Oh, ich gehe da rüber. Ich bin kurz weg. Ah, ich muss sie jetzt mal pullen. Ach, ich pulle einfach wieder in diese Polizeigebäude oder was auch immer das ist. Weil auf der einen Seite ist, glaube ich, ein Stern dran. Und Schlag wird genauso nie wie die anderen. Und da schnapp ich eigentlich genug. Okay, jetzt blutig. Das ist doof. Wie gesagt, Bandagen habe ich ja genug. Also wenn ich hier rechts unten, seht ihr gerade das blinkende Kreuz, was ich angesprochen hatte schon in meinem ersten Video. Das war Bluten. Da verliert man konstant Blut. Also wird sozusagen verletzt. Und da ist irgendwie... Ja, ist eine Verletzung. Schön, hier habe ich sogar hinter dem Krankenhaus, ja, ist übrigens auch noch ein Tipp, hinter dem Krankenhaus wohnt normalerweise auch so ein Teil. Und das ist relativ sicher vor allen anderen. Zweimal Morphin, einmal Epipen. Oh nein. No. Herrlich. Verarsche. Ja, komm. Na, ah, gut, verschwindet noch. So, ich komme mal direkt hier hin, da bin ich mir relativ sicher vor Blicken von anderen Spielen. So, ich wollte noch ein bisschen mehr Morphin. Zweimal bitte. Oh, diese Lags. Ja, sollte reichen. Closeback. Eine Bandage nehme ich noch mit. Ein Painkiller habe ich schon, 3 Morphine, ein Epipen, sollte reichen als Grundausstattung. Normalerweise braucht man mehr nicht. So, jetzt gehe ich hier rüber, weil da ist ein Militärcamp, wo man relativ oft Waffen findet. Och nein. Also hinter Zombies langschleichen geht ganz gut. Ach, wie sie mich aggroen, ey, ehrlich. Über 20.000, ich hätte auch direkt hier hingehen können, weil hier gibt es, wie ihr gerade seht, hier Boxen genauso. So, und hier ist das Militärcamp, wo es öfter mal Waffen gibt. Das ist schon mal MG-Munition, wie ich da sehe, genau. Die brauche ich aber momentan nicht. So, und hier liegt nichts. Doof. Dumm gelaufen. Also gab es hier diesmal nichts. Zumindest nichts, was noch rumliegen würde. Na, ah, wo gibt es denn hier noch Waffen in dem Bereich? Natürlich wieder ein Totenspieler. Hier war zumindest ein Totenspieler, bis vor kurzem. Hat jemand versteckt. Oh oh. Dann mal lieber schnell weiter. Nicht, dass ich hier noch gesnipert werde oder sowas, das wäre natürlich kontraproduktiv. Hier ist nichts.
Kiste aus den Jerrycan, die ich nicht brauche, weil Autos schwach sind am Anfang. Das braucht einfach ewig, um das... Achso, die rote Kette, die unten im Bild seht, einfach ignorieren. Die ist des Öfteren da, das ist, wenn der Server es nicht schafft, mit dem Master-Server zu synchronisieren. Die verschwindet normalerweise nach einer Zeit wieder. Also wie gesagt, da keine Gedanken drüber machen, einfach ignorieren. Ja, da werde ich mal in die Stadt gehen müssen, um mir passende Waffen zu suchen. Tada, 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 tada. Ich laufe gerade ein bisschen planlos rum, weil ich gerade nicht auf die Map achte, die ich hier neben mir offen habe. Ja, Autogelumpe. Also solche, wenn ihr irgendwo Autoteile sucht, ne, hier solche Industriehallen, top. Und hier steht irgendwie ein Haus im Haus. Sehr geil. Wirklich das Haus im Haus? Jo, das Haus steht im Haus. Mit drei Äxten drin. Okay, das habe ich noch nie gesehen. So viel Äxte auf dem Haufen. So, ich hoffe, bei der Fire Station ist jetzt keiner, der mich hier direkt niederschießt. Oder umknüppelt oder was auch immer. Ich glaube, es ging sogar von der Spielzeile der Server. Aber hier sind auch schon welche dabei, die ja, über 600 Kills haben. Ich bin, mein Top war, glaube ich, momentan so 230. Höher bin ich nicht gekommen, da bin ich immer irgendwann gestorben. Achso, ich habe gerade einen großen Fehler. Ich laufe nämlich einfach rein und gucke mich nicht um. Sollte man eigentlich nicht tun. Ist eine doofe Idee. Magazin. Ich habe keine G17, also das ist eine Glock, ne? Glock 17. AKM, AKM. Add to tool belt. AKM nehme ich mit. Besser als nichts. Vielleicht finde ich auch noch irgendwo Munition, weil die ist eigentlich relativ häufig. So, schmeiße das raus, nehme den da rein. Hallo? Wandeln das um. Nehme auch einmal M1911 Munition mit. Wenn es funktionieren würde. Ach, diese Lags, ehrlich. Also es ist gerade ein Server, wo es extrem laggt, wie ihr seht. Da ist die Verbindung zum Master richtig scheiße. Das kotzt einfach nur an. So, Smoke Grenade mitnehmen, wenn es funktioniert. Ja. Der nächste wird down. Also irgendwie habe ich gerade, ey, alles so restarten jetzt gerade. Ich suche mir mal. So, anderer Server. Hoffentlich kracht er nicht auch gleich wieder ab. Ja. Versuchen wir es mal. Ich nehme das Fire Fencing Kit noch mit. Vielleicht kann ich irgendjemanden ankotzen damit. Wie es auch alle anderen bei mir tun. Nein, würde ich euch nicht empfehlen. Aber ich nehme es mal mit. Vielleicht, man weiß ja nie. So, das, das, einmal Essen packe ich auch noch hinten rein. So. Oh, ein Hunting Knife. Das ist sehr schön. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon... Ja, habe ich alles, um jagen zu gehen, zu grillen. Sehr cool. Kann ich mich sozusagen erstmal, was Essen angeht, ernähren. So, ich bin hier wieder bei einem... Wie gesagt, ich bin zurückgerutscht ein Stück. Weil halt der Server desynkt war. Was ist diesmal hier drin? Irgendwas Sinnvolles. So, ich kann hier nochmal 45er Ammo mitnehmen. So viele Bandagen brauche ich dann doch nicht. Umwandeln. Ein bisschen Ammo für meine M1911. Ja, die AKM, die ich natürlich gerade aufgesammelt habe, habe ich hier nicht mehr, weil es halt der Server abgestürzt ist und wahrscheinlich schon irgendwie eine Minute oder so abgestürzt war, wo ich dort rumgerannt bin. Deswegen hat auch nichts mehr funktioniert mit Aufnehmen und so. Ist. Kommt des Öfteren vor, es solltet ihr euch nicht drüber ärgern. So, pack mal weg. Man weiß ja nie, wie man jetzt so trifft. Kann ich wenigstens zurückschießen, falls irgendjemand, irgendein Blödkopf, das Feuer öffnet. Nee. Hier war schon jemand, der hat nämlich eine Taschenlampe hingelegt. Wahrscheinlich gab es eine Militärtaschenlampe vorher. Aber eine volle Wasserflasche, das ist sehr geil, weil die kann man wieder auffüllen.
Die kannst du nicht nur einmal benutzen, sondern die kannst du in allen möglichen Wasserstellen wieder auffüllen und da ist zumindest Add Toolbuild. Und da ist zumindest meine Hauptwaffe. Besser als nix, sag ich mal. Auch wenn ich da genau einen Schuss drin habe. Ja, der hat jemand abgelegt. Da war eine bessere Waffe kurz vorher. Jetzt kann ich nur noch schießen, wenn ich Zombies verfolge. Ist halt so. AK-Muni, G17-Muni. Pack habe ich ja schon eins. Ne, Heatpack nehme ich mal mit. Das ist, wenn man wenn die Temperatur hier oben zu niedrig wird, sollte man das nehmen, wenn man sich nicht erkältet, dann hustet man sinnlos rum. Was irgendwie Dauer extrem nervt, wenn man das tut. So, ein Double Barrel ist dann wirklich nur die absolute Notlösung. Das ist überhaupt keine schöne Waffe, die man irgendwie sinnvoll benutzen sollte. Ach, fuck it. Sechs Zombie. Wenn ich irgendwas anderes finde, wäre es sehr cool. Hier sieht nicht so aus. Und hier auch nicht. Das Trinken liegt hier noch rum, aber ich glaube, da habe ich inzwischen genug. Also, Supermarkt. Ich komme. Attacke. Und werden versuchen, so bald wie möglich hier wegzukommen. Oh oh. Hier höre ich Summen. Hier um die Ecke gucken, ob irgendwo jemand ist. Hallo? Misty. Ja, das ist nicht so günstig, wenn man das macht. Das ist ein Trashpack, da wird wahrscheinlich nichts drin sein. Marker auf Painkillers oder was soll's. Oh, ich liegen lasse. Hier eine rote Kette. Hoffentlich kriegt das, wenn ich auch gleich ab. Dann hätte ich echt heute Pech und dann habe ich keine Lust mehr anfangen. Jeden Mal mache ich das einen anderen Tag mal. Oh, eine Karte, das ist sehr praktisch. Wenn es ungefähr zu Nummern ist. Two Round Slugs, da habe ich ein bisschen mehr Muni. Two Round Pellets. Nehme ich mal mit. Da links da hinten drin. Wenn man ein bisschen Munition hatte. Da ist nichts drin, okay. Oben Petrol Pack. Der hat noch nichts drin. Heatpack, einmal Slugs. Schnitt. Flashlight Map, Petrol Pack Coyote. Ah, was zu essen. Das fehlt mir nämlich noch. Nom 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 nom. Essen. Hilft auch ein Blut wieder zu bekommen. Turan Pellets. Nehme ich da raus, nehme ich den Slugs dafür rein. Okay, ich habe eindeutig zu viel zu trinken. Ja, erst zwei will ich noch nicht drin haben. Soll ich mir anders mitnehmen. Und Pellets. Eine Uhr habe ich schon. Keyboard. Ja, Chemlets brauche ich jetzt auch nicht. Also, hier gerade so glitschen hört, ist der Regen übrigens. Nicht wundern. Es regnet gerade auf dem Server, wo ich jetzt bin. Oh, hier gibt es noch Eisen. Das ist sehr gut. Essen. Ja, ich weiß, mir ist ein bisschen sehr sichtbar, aber es geht gerade nicht anders bei Essen. Noch eine Uhr. Also eben die Uhrenläden ey, an den Küsten ist so schrecklich. Dann 1911 Magazin. So habe ich hier nicht alles voll. Oh, ja, machen wir es so. Auch egal.
So, eigentlich würde ich gerne eine bessere Waffe haben als ein Double Barrel, wenn ich hier irgendwo hinrenne. Warum sie hier immer sich alle gegenseitig erschießen, muss ich aber nicht verstehen. Also wir garantiert keinen Zombie, der den Typ da drin gekillt hat. Schade, die trinke ich direkt mal aus, wenn ich schon hier bin. Bevor ich dann irgendwann unterwegs eher trinken muss. Aber in der Stadt würde ich irgendwie Leute nicht so unbedingt niederschießen. Nur wegen einer Waffe und anscheinend gelootet wurde ja auch nicht so richtig. Komisch. 1911, okay. Nichts, was ich jetzt gebrauchen könnte auf Anhieb. Haben wir doch lieber das hier einmal nachladen. Dass ich meine zwei Slugs habe wenigstens. Wenn ich schon zur Kirche gehe, das ist nämlich auch so ein Anlaufpunkt, wo viele, viele Leute hingehen. Nö, hier sieht aber nichts nach aus. Irgendwie eine Uhr oder sowas habe ich da gesehen. Ich finde ja auch nichts mehr Sinnvolles. So wirklich. Bandagen wie Enfield, Makarov, ach. Tadadadam. Und ihr seht schon, man sieht auch immer von außen, was schon drin liegt. Eigentlich. Oh, doch, ich finde ja was Sinnvolles. Open Alice Pack. Der ist nämlich noch ein bisschen größer. Zack, 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 zack. So, und jetzt. Hallo? Take Alice Backpack. So, jetzt habe ich natürlich alles schon hinten drin. Sehr schön. Heatpack Makarov. Kann ich nämlich halt das da reinfummen. Und dann dafür den Slugs nochmal rausholen. Weil hinten drin brauche ich sie eigentlich nicht wirklich. Da brauche ich eh viel zu lange, um das die zu aktivieren. So, ich sollte dann eigentlich schon so bald wie möglich wieder abhauen, denke ich. Sonst habe ich nämlich bald ein Problem, dass mir irgendjemand in den Rücken fällt oder sowas. Ich guck noch kurz hier durch. Oh, noch eine Trinkflasche. Und Essen, sehr geil. Trinkflasche. Und Essen. Was ist das denn? Also da oben ist nochmal Essen. Noch eine Karte. Also eigentlich habe ich erstmal genug Vorräte, wie ihr seht. Hallo? So, wird doch mir abgestürzt oder was? Ey, meine Fresse. Take. Ja, ich will es taken. Ach nein. Also wenn ich gleich eine Minute wieder diese Scheißmeldung kriege, von wegen Server not responding, dann gehe ich aber echt am Stock. Oh. Und die würde ich liebend gern nehmen, wenn ich darf. Ja, das funktioniert wieder. Ja und okay. Weil die ist wesentlich besser als die Double Barrel. Die ist zwar lauter, aber viel genauer und macht mehr Schaden. So, ich würde es doch nochmal gerne. Habe ich vielleicht schon mit so einem Rucksack? Sieht so aus. Also die Updates dauern manchmal eine ganze Weile, wie ihr seht. Das ist nochmal, ja, eine Munition für meine Waffe jetzt. Die Enfield. Das ist eine sehr coole Anfängerwaffe. Wie gesagt, ist unglaublich laut, also das nicht unterschätzen, aber es ist halt mit einem Treffer ein Kill auf Spiele und auf Zombies. Also die macht nämlich 12.500 Blutschaden. Und von daher eine gute Selbstverteidigungswaffe. So, wie ihr seht, ich habe jetzt innerhalb von ein paar Minuten eigentlich alles, bevor ich mich verlaufe, alles Nötige gefunden. Ich versuche mir mal einen Wegpunkt zu setzen. Ich bin hier in Tscherno. Wo laufe ich denn mal hin? Balota Air fehlt nicht. Okay, da jemand da hier sauber hier sind. Die Leute, die diese Markierung machen, sind so super. Devil's Castle.
Test, okay. Distance, Object. Das würde mich natürlich interessieren, was da sein soll. Das sind wahrscheinlich auch Distance, die markiert wurden. Moment, da gucke ich nochmal auf meine schlaue Karte. Bei Mister. Ja, das unten ist ein Jägerstand, das oben auch auf jeden Fall. Da hat jemand Jägerstände markiert, warum auch immer. Auf jeden Fall, wo gehe ich jetzt von Chano aus hin? Tschernogorsk. Wahrscheinlich am besten Richtung Tschernogorsk. Oh. So, jetzt mal dahin, damit ich in Koslovka direkt reinlaufe. Und ihr seht ihr gerade, das ist nämlich noch ein Tipp, da kann man dann so ein Ding setzen und da weiß man, wohin laufen muss, wenn man eine Karte hat. Sehr cool. So, ich muss nur irgendwie da hinkommen, ohne niedergeschossen zu werden und von Zombies aufgefressen zu werden. Was irgendwie nicht durch die Stadt sein sollte, glaube ich. Und auch eigentlich nicht am Supermarkt, auch nicht an der Feuerstadt. Ach, fuck. Ich kann einfach nach unten in den Wald dort und hoffe, dass ich dahin komme, ohne dass mich jetzt einer niederballert. Wenn ich mich nicht irre, habe ich gerade einen Schuss gehört. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich glaube nicht. Irgendwo von da drüben. Oh, sogar Regenbögen gibt's hier. Sehr cool. Doppelten? Nein. Look, a double rainbow, what does it mean? Ja, wer die Kompletten spielt, wird jetzt wissen, was ich meine. Und ich höre, glaube ich, immer noch Schüsse. Da ballert jemand rum. Ja, zu dem Krankenhaus hier, nur durch eine Elektrone, kann ich nicht so richtig empfehlen. Ja, ich denke mal, das wird auch dann reichen als Einsteiger-Umsetzungsvideo. Ich habe sogar Chano erwischt, was ich sozusagen in meinem Video als Beispiel genommen habe. Von daher sollte eigentlich jetzt eben klar sein, wie man zumindest in Chano startet ungefähr. Wie ihr seht, ich habe keinen einzigen Überlebenden getroffen, obwohl ich eigentlich immer auf fast vollen Zirren gespielt habe gerade eben. Das ist ein bisschen Glück. Kann auch sein, dass ihr direkt um die erste Ecke lauft und einen trefft, der euch erschießt. Das ist dann Pech. Müsst ihr einfach nochmal neu anfangen. Ich hoffe, ich habe den jetzt hier abgelenkt. Distract, distract, distract. Zombie distract. Ja, ja, sieht gut aus. Hat denn los geworden? Sehr geil. Ja, damit mit diesem grandiosen Ablenkungsmanöver werde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß und Days und ja, erschießt mich nicht, wenn ihr mich seht. Viel Spaß.